Guten Morgen, Deutschland. Ja, da ist er wieder. Der Fachkräftemangel. Es ist unfassbar, liebe Leute. Unglaublich. Die Meldungen heute Morgen überschlagen sich. 160.000 Ingenieure fehlen und die Energiewende ist in Gefahr. Ja, liebe Leute. 160.000 Ingenieure fehlen. So wird das nichts mit der Energiewende. Titeln heute Morgen die Blätter im Medienwald. Es ist unfassbar. Und dabei dachten wir doch alle, wir hätten so viele Fachkräfte mittlerweile. Verdammte Hacke, es sind doch so viele Fachkräfte gekommen. Also es ist unglaublich. Wer erinnert sich nicht an die Aussagen von Siemens und Mercedes, was da vor einigen Jahren an Fachkräften... Ach, die sind in der Regierung. Ach, genau, das war's. Genau, richtig. Wir haben ja die Fachkräfte in der Regierung und in Brüssel, logischerweise. Und na klar, deswegen haben wir natürlich auch einen Fachkräftemangel da draußen. Also die Nummer mit der Energiewende, das wird noch interessant, liebe Leute. Denn die Fachkräfte der Bundesregierung und vor allem der Brüsseler Regierung, insbesondere der Dame mit der Drei-Wetter-Frisur, ein Träumchen, liebe Leute, denn die haben heute Nacht was beschlossen? Genau, das nächste Embargo, und zwar das Ölembargo gegen Russland. Löchrig wie ein Schweizer Käse, liebe Leute, denn nur das Öl, was auf dem Seeweg kommt, ist davon großartig betroffen. Denn Ungarn und Slowakei, da sieht es mit dem Seeweg ein bisschen übel aus, die brauchen Öl aus den Pipelines, sonst geht die ganze Infrastruktur baden und Ungarn und Slowakei müssen sich den Arsch abfrieren. Deswegen ist das ganze Ding löchrig wie ein Schweizer Käse. Also ein Ölembargo light. Jüngst heute von der EU verkündet. Super Geschichte der Fachkräfte in Brüssel. Was wird das Resultat sein? Natürlich, das sehen wir heute Morgen, der Ölpreis steigt. Und jetzt, Leute, haltet euch fest. Morgen kommt der Tankrabatt an die Zapfsäulen in Deutschland. Wunderbar. Und jetzt steigt der Ölpreis, weil die EU ein Ölembargo macht. Und da natürlich bei den Tankstellen der ganze alte Sprit zu dem überteuerten Preis noch dran ist, muss der natürlich erstmal raus. Die Ölpreise steigen, die Benzinpreise steigen, dann kommt der Tankrabatt und sie steigen und sie steigen. Es wird lustig morgen, liebe Leute. Es wird toll. Ihr freut euch und wir freuen uns alle über diese beste deutsche Bundesregierung aller Zeiten, über die Hupfdohlen-Videos aus dem Deutschen Bundestag, den Tag der Diversität, der heute wieder mal da ist. Und logischerweise freuen wir uns auch über den Tankrabatt, das 9-Euro-Ticket und all die tollen Dinge wie den Fachkräftemangel, die Energiewende und all diese wunderschönen Dinge, die jetzt auch noch auf uns zukommen, so wie zum Beispiel das Schwedenmodell. Das ist kein neuer Burger, Leute. Nein, nein, Mc's hat keinen neuen Burger rausgebracht, Burger King auch nicht. Und es hat auch nichts mit der Pandemie zu tun und der Impfung. Nein, nein, es handelt sich bei dem Schwedenmodell um, was will der Herr Habeck doch gleich nochmal? Ach genau, der will uns sagen, wie viel wir heizen sollen. Also, welche Temperatur ihr einstellen sollt. Also, der Bereich, wenn ihr also zwei Pullis und noch eine Decke braucht und hey, das ist dann möglicherweise die richtige Temperatur für euch im Winter. Weil hey, wir müssen ja die Energiewende schaffen, weil es fehlen ja 160.000 Fachkräfte, liebe Leute. Ne? Ist genauso wie mit den Wärmepumpen. Ja, wir brauchen ja jetzt überall Wärmepumpen in den Häusern. 250.000 Handwerker fehlen. Es ist kaum einer ausgebildet darauf. Boah, Leute, ich muss richtig Luft holen, ja? Ich komme gar nicht mehr hinterher mit dieser Erfolgsgeschichte von Drei-Wetter-Taft-Uschi und den Hupftonen aus dem Bundestag. Ich bin begeistert, liebe Leute. Beste Deutschland aller Zeiten, beste EU aller Zeiten. Ab morgen kommt der Tankrabatt. Alles wird gut, Deutschland. Weiter wählen wie gehabt. Die Grünen retten unser Land. Jetzt mit der CDU wie in Nordrhein-Westfalen. Da wird jetzt alles auf den Prüfstand gestellt, liebe Leute. Es kann nur besser werden. God bless Germany. Yes.